Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr merkt schon, der junge Mann redet wieder relativ schnell, denn es gibt was anzukündigen, und zwar ein neues Turnier. Ganz recht, die ein oder anderen von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ich habe ein Rap-Turnier gegründet, zusammen mit dem guten Regent. Der Mann ist der Sponsor, ich bin der Turnierleiter. Und da ihr euch ja anscheinend sehr gerne anschaut, wie ich Künstler analysiere, seid ihr gut aufgehoben, wenn ihr einmal ganz kurz auf den Link da oben geht. Da kommt ihr nämlich zu dem Kanal. Die zwei Leute von euch, die sich wahrscheinlich schon wieder gefragt haben, warum ich seit 2 Monaten oder so kein Video hochgeladen habe, ja, weil ich die ganze Zeit an der LOB gearbeitet habe. Die League of Battles ist ein Turnierkonzept, was so ein bisschen in die Richtung JBB geht, ein bisschen in die Richtung VBT, das so ein bisschen kombiniert und so ein paar interessante neue Sachen mit reinwirft. Rausgekommen ist etwas, was jetzt schon eins der größten Projekte ist, die ich jemals gemacht habe, was aber auch jetzt schon enorm viel Support von der Szene bekommt. Ich meine, wir haben den YouTube-Kanal letzte Woche öffentlich gestellt und da das erste Video hochgeladen und wir haben jetzt schon in nicht mal einer Woche über 700 Abonnenten bekommen. Das heißt, auch wenn manche sagen, Video-Battles sind tot, haben die Leute Bock. Und wenn euch nicht nur meine Meinung zu bekannten Künstlern interessiert, sondern auch meine detaillierten Analysen an Künstler, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber definitiv feiern werdet, wenn ihr die Analysen gesehen habt, dann solltet ihr definitiv rübergehen. Es kann nämlich sehr gut sein, dass ich meine erste Reaction auf diese Künstler auf diesem Kanal hier hochlade, während ich parallel die Analyse auf dem League of Battles Kanal veröffentliche. Reactions zu bekannten Leuten wird es deswegen erstmal nicht mehr geben, es sei denn, keine Ahnung, Alligator macht was mit Linkin Park oder so, da bin ich auf jeden Fall hier für die Klicks. Und das war es im Großen und Ganzen eigentlich auch schon. Das heißt, wer von euch sich für mich interessiert und für aufwendige Videos, der sollte auf jeden Fall rübersteppen. Ihr werdet es nicht bereuen, macht's gut, schönen Tag noch. Ciao.